Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und passend zum heutigen Regenwetter ist auch irgendwie meine Stimmung, denn ich komme gerade von der Inspektion mit unserer Zoe. Und wir haben uns eigentlich gar nichts dabei gedacht, denn die war ja erst vor 5 Monaten zum TÜV ohne Beanstandung. Und dann hat halt der Bordcomputer seit ein paar Wochen angezeigt, dass wir dringend zur Inspektion müssen, weil Service B fällig ist. Und diese Meldung ließ sich ja auch leider nicht wirklich permanent wegdrücken und nervte ein bisschen. Und darum haben wir natürlich einen Termin gemacht. Und was dabei rauskam, erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, mit 78.000 Kilometern oder 78.800 Kilometern genauer gesagt und nach ungefähr 3,5 Jahren war der zweite Service fällig für unsere Zoe. Die Zoe ist Erstzulassung 12/2015 und wir haben jetzt Anfang Juli 2019. Und wie gesagt, dachten wir uns nichts dabei, denn wir waren ja erst vor kurzem beim TÜV. Und der TÜV, das war vor 5 Monaten, lief ohne Beanstandung durch. So dass ich natürlich dachte, ja gut, Inspektion, kein Problem, fährst du hin, machen sie die üblichen Sachen, Bremsflüssigkeit, Batterie prüfen, Scheibenwischer prüfen, was auch immer sie da machen, und dann fährst du wieder weg und bezahlst so ein paar Euro 50. Bei Renault war das bis jetzt immer alles sehr günstig und dann war's das. Ja, leider ist dem dann doch nicht so gewesen und das wirft bei mir schon so ein bisschen die Frage auf, ob diese Zoe oder Renault mit der Zoe, gerade die etwas älteren Baujahre, nicht vielleicht doch ein Qualitätsproblem haben. Also es ging schon mal damit los, nach der ersten optischen In-Augenscheinnahme wackelte der Prüfer bzw. der Werkstattmeister am Vorderrad am rechten und ja, das wackelte. Und er sagte, ja, der Querlenker wäre ausgeschlagen, der müsste unbedingt erneuert werden, das wäre ganz schlimm. Und ich konnte es auch sehen, also das war wirklich nicht ohne und komisch, dass wir das irgendwie gar nicht gemerkt haben beim Fahren. Auf jeden Fall war klar, der muss raus und muss neu. Und die haben uns dann einen Kostenvoranschlag gegeben, der Renault-Händler in Bremen. An sich bin ich mit dem sehr zufrieden, auch die Arbeit, die die abliefern, ist immer sehr gut. Das ist nicht das Problem, der kann auch nichts dafür. Jedenfalls lag der Kostenvoranschlag Inspektion inklusive Querlenker wechseln bei 700 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Oh, da habe ich schon geschluckt und gedacht, heiliges Blechle, okay, was sein muss, muss sein, machst du das halt. Dann habe ich das gemacht und ja, dann, als ich den Wagen abgeholt habe, kam es leider noch ein bisschen schlimmer. Ich will mal kurz eben vorlesen, was sie alles so auf der Prüfliste stehen haben für so eine Inspektion. Leider ist das alles sehr klein gedruckt. Ist auch sehr viel, ich lese nicht alles vor, aber ein paar Sachen haben mich auch stutzig gemacht. Zum Beispiel, ja, prüfen, ob eine Fehlermeldung in der Instrumententafel angezeigt wird, das war alles okay. Kontrolle der Abschaltung, Beifahrer-Airbag, alles okay. Dann Funktion Klimaanlage prüfen, war alles okay. Jetzt steht hier aber, prüfen des Zustands der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchtung auf Beschädigung. Und hier steht jetzt angekreuzt, nicht in Ordnung. Steht auch nicht angekreuzt, dass es irgendwie behoben wäre. Da bin ich jetzt verwirrt, weil mir wurde nichts davon gesagt. Also laut diesem Bericht hier ist das irgendwie nicht in Ordnung. Gut, ich sehe zumindest nichts, was hier nicht in Ordnung wäre. Vielleicht ist es auch ein Fehler. Korrosionsschutzprüfung, alles in Ordnung. Dichtigkeit von Motor, Getriebe, Kühlsystem, alles in Ordnung. Das ist wahrscheinlich ein Standardzettel hier. Fahrzeugbremsen prüfen, alles in Ordnung. Bremswirkung prüfen, alles in Ordnung. So, Spiel der Kugelköpfe prüfen, Achslenkmanschette, da stand auch ein nicht in Ordnung, das wurde aber behoben. Hat bestimmt mit dem Querlenker zu tun. Dann Füllstandskontrolle, Scheibenwaschanlage wurde behoben. Profiltiefe Reifen, alles klar, ist auf grün, wurde nichts beanstandet. Dann Reifendruck richtig stellen. Die haben meinen Reifendruck abgesenkt. Ich hatte den nämlich ungefähr bei 2,9 oder 3 Bar. Ich glaube, ein bisschen mehr als normal. Und sie haben ihn wieder auf 2,5 Bar gesenkt. Muss ich mal wieder erhöhen. Scheinwerfer einstellen wurde gemacht. Dann Reinluftfilter wurde getauscht. Bremsflüssigkeit wurde getauscht. Bordcomputer, Zähler für Wartungsanzeige, bla bla bla, Erinnerungsaufkleber, Serviceheft, ja, check, 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 alles gut. So, und wenn ich mir die Rechnung so angucke, was kam jetzt halt noch dazu? Ich erzähle euch mal die Posten auf dieser Rechnung. Ich hatte noch beanstandet, dass das Bremspedal quietscht. Das haben die geölt, kostete mich nichts.
Dann habe ich beanstandet, dass die Heizleistung halt irgendwie im Winter jetzt sehr schlecht war. Haben die geprüft und das war leider jetzt noch ein Problem, denn die Klimaanlagenwartung mit Dichtigkeitsprüfung kostete auch schon mal 55 Euro netto. Und dann haben die festgestellt, dass die Klimaanlage nicht genug Kühlmittel enthält. Da haben sie Kühlmittel nachgefüllt. Das ist dieses R1234YF. Ich glaube, das ist dieses gefährliche. Auf jeden Fall kostete mich das auch 43,25 Euro netto. Dann haben sie den Querlenker ausgetauscht. Der Querlenker selber, Materialkosten 147,75 Euro und ein paar Unterlegscheiben, Unterlegschrauben, Muttern, noch ein paar Schrauben. Inklusive Arbeitslohn dann 294,49 Euro. Dann musste die Achse neu vermessen werden. Das kostete auch 108,35 Euro. Dann haben sie die 12-Volt-Batterie getestet, kostenlos. Die war hundertprozentig in Ordnung. Dann den normalen Wartungsservice B. Das wären 68,95 Euro. Ja, das wäre die Summe gewesen, wenn sie nichts weiter hätten machen müssen. Dann haben sie den Reinluftfilter gewechselt, kostete mit Pollenfilter 29,35 Euro. Dann haben sie die Bremsflüssigkeit gewechselt, die kostete inklusive irgendeiner Dichtung 78,98 Euro. Sodass am Ende eine Gesamtsumme von sage und schreibe 806,81 Euro auf dem Zettel stand. Also nicht 700, sondern 800. Boah, das ist ganz schön heftig. Also ich musste echt schlucken, vor allem, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe ein bisschen bei Going Electric geguckt. Das mit dem Querlenker ist bei der Zoe offensichtlich wohl öfter der Fall, vor allem auch schon nach relativ kurzer Zeit. Also ich finde, so 3,5 Jahre Querlenker kaputt ist schon irgendwie nicht normal. Ich kann es natürlich nicht ändern, ich muss da durch. Ich hoffe nur, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe ist. Jetzt haben wir erstmal wieder ein Jahr, zwei Jahre hoffentlich nichts zu tun hier an dem Auto. Und ansonsten ist das Auto ja super, fährt sich gut. Und wir sind mit unserem Zoe, unserer Zoe, wie wir sie nennen, sehr zufrieden. Aber diese Inspektion, ja, die hat meine Laune für heute ein bisschen nach unten gezogen. Sorry, das wollte ich euch mal kurz mitteilen. Und falls ihr auch eine Zoe fahrt, würde mich mal interessieren, wie eure Erfahrungen sind. Habt ihr auch bei nach 3-4 Jahren schon solche Probleme gehabt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unbedingt meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.